Ach, Hallöchen, Felsenschmied, Baumwächter, Greifenreiter, Spinnenbrut, Feuerteufel, der ist irgendwie niedlich klein. Das ist irgendwie lustig, hier haben alle Titanen die neue, nee, der hat die alte Größe vor dem Upgrade, er hat die neue Größe, er hat die neue Größe, die ist auch klein, das ist auch der ursprüngliche und das ist der verbesserte. Also stellenweise sind hier große verbesserte Titanen und stellenweise die alten. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den hier anguckt, merkt man, wie putzig klein die damals waren. Vor den Upgrades. Vor Shadow of the Phoenix, erst da gab es die Upgrades. Du. Du bist nicht mein Freund, du hast keine... Aber leider keine Eiswellen. Ich hasse dich. Du bist nicht mehr mein Freund. Können wir 18er Zauber schon machen? Nein, das geht erst auf nächste Stufe. Dann weiß nicht, soll ich 18er... Habe ich überhaupt schon sowas in der Art? Irgendwelche 18er Zauber? Sortieren mal. Sortier's mal mit Gemütlichkeit. Nee, haben wir nicht. 19er Feuerball. 18er Kettenfeuerschlag. 17er... Okay. Wie viel kostet denn ein 18er Eisschlag bei dir? Oh nö, dafür könnte ich auch fast zwei Obstkörbe kaufen. Ich glaube, es waren sogar zwei, oder? Ich glaube, sehr viel zu erkunden gab es hier nicht außerhalb des Kolosseums. Was hast du denn? Neue Waren im Angebot. Seid gegrüßt, Freund. Ich habe hier etwas, das euch sicher gefallen wird. Die besten Streiter Eos für euch käuflich. Ach, stimmt, man kann ja auch Titanen. Ihr seid ein Sklavenhändler. Nein, nein, ich vermittle Kämpfer, wisst ihr? Söldner sozusagen. Was für Kämpfer sind das? Ich glaube, die Sterblichen nennen sie Titanen. Mächtige Wesen. Ich habe alle Arten davon hier. Ihr könnt sie bei mir erwerben. Sie werden euch dann im Kampf in der Arena unterstützen. Stimmt. Wie teuer ist so eine Kreatur? Nun, ich gebe zu, sie sind nicht ganz billig, aber ihr könnt ja erst einmal mit einem schwächeren Exemplar anfangen. Die bekommt ihr schon zu recht erschwinglichen Preisen. Ihr habt also stärkere und schwächere Titanen im Angebot. Ja, ich nenne das Ausbildungsgrad. Treffend, nicht wahr? Okay, der Felsenschmied ist der Schwächste. Ah, okay, von oben nach unten dann wahrscheinlich. 2000 Gold für den... Ich will mir eure Kreaturen erstmal ansehen. Ich will mir eure Kreaturen erst einmal ansehen. Ganz wie ihr wollt, mein Freund. Sie sind gleich hier in ihren Kammern untergebracht. Ganz wie ihr wollt, mein Freund. Wir versuchen es erstmal ohne Unterstützung. Sollte es irgendwo ziemliche Probleme geben, dann holen wir uns einfach irgendeine Unterstützung. Aber dieses System gefällt mir eigentlich. Die hätten aus der Arena, also die Idee ist cool mit der Arena, noch mit Unterstützung kaufen, Wettrennen und Arena-Kämpfe. Oh, das ist so eine geile Idee, dass ich schon fast sage, da wäre noch mehr Potenzial drin gewesen, dass man das wirklich auf eine riesen Questreihe oder auf ein, dass das ganze Ding einfach 20, 30 Stunden noch zusätzlich zum Spiel frisst oder dass es ein eigenes Spiel nebenbei ist. Das wäre auch was für einen eigenen, für einen freien Spielmodus. Freien Spielmodus gibt es die normalen Karten, dann soll es noch eine Art Arena-Modus geben, wo man sich von Level 1 bis 50 durch so diese Arena durchschlägt mit allem drum und dran. Das wäre auch eine coole Idee. Und bevor jetzt irgendjemand kommt, hey, vielleicht hat das Spellforce 2. Nein, hat das nicht. Nein. No. So, du bist mein letzter Anhalt. Habe ich bei den anderen überhaupt geguckt? Nee, die werden bestimmt auch keine Zauber haben. Der mit den Zaubern war jetzt der Einzige, der uns helfen konnte. Warum seid ihr so gemein und habt einfach keine Zauber für mich? Warum? Also einfach keine Wellenzauber. Alles kann man hier käuflich erwerben im Spiel. Eine neue Lieferung ist eingetroffen. Also als Kämpfer hat man es hier so leicht. Stufe 20, Krip, zack, eingekauft. Hallöchen. Goblinrennen. Machen wir mal ein Goblinrennen? Wir dürfen auf einen von der Farbe wetten. Rot, braun, grün, gelb. Auf die braunen zu wetten, hört sich ein bisschen komisch an. Von daher nehme ich einfach mal einen der anderen. Geht näher, Freund, immer heran. Hier erlebt ihr etwas, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Rennen der schnellsten Goblins der Welt.
Na wunderbar. Seid dabei, wenn die besten Läufer dieses flinken Volkes hier gegeneinander antreten. Erlebt unglaubliche Siege. Erlangt Reichtümer bei todsicheren Wetten. Todsichere Wetten? Werft nur einen Blick auf unsere Favoriten. Sind das nicht prachtvolle Kerlchen? Und ihr solltet die mal laufen sehen. Wann findet dieses Rennen statt? Sobald ihr auf einen unserer Goblinläufer gewettet habt, Freund, setzt 500 Gold. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr das Zehnfache zurück. Ja, auf das wen ist sollte ich Sache. Denn setzen? Tja, das müsst ihr selbst entscheiden. Es gibt die gelbe, die rote, die braune und die grüne Fraktion. Entscheidet euch. Die braune Fraktion. Oder werft erst einen Blick auf die Läufer. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Let's Play machen würde, also sagen wir es mal so, Wettspiele in einem Spiel, bei dem man speichern kann, ist nicht unbedingt die beste Idee eines Entwicklers. Ich meine, die Sache ist halt wirklich die, ich kann jetzt einfach speichern, dann 500 Gold auf den gelben setzen, wird nichts, laden, habe ich die 500 Gold wieder und so lange weiter wetten, bis ich meine 5000 Gold habe. Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Also ihr seht, worauf das hinausläuft. Beim Spiel, bei dem man speichern kann, kann man dann einfach, das ist dann schon fast wie Cheaten, einfach bescheißen. Und es ist halt auch einfach unglaublich verlockend, das zu machen. Das sind quasi wie legale Cheats, einfach speichern, laden. Und sowas mache ich aber im Let's Play auf jeden Fall nicht. Wir wetten einmal, wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Wenn es was wird, dann sind wir glücklich. Aber dass wir es mal gemacht haben. Wie machen wir auf die rote Frage? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, was Gutes auf die grüne in Erinnerung. Ich mach mal rot. Machen wir mal rot. Ich glaube, die Chancen sind komplett gleich. Es ist 25% Chance, dass einer gewinnt. Aber ganz ehrlich, 25% Chance auf den zehnfachen Gewinn. Rein stochastisch gesehen müssten wir, wenn wir jetzt stundenlang hier stehen und nur Wetten machen, stark ins Plus kommen. Naja. Ich setze 500 Gold auf die rote Fraktion. Vielen Dank für euren Einsatz. Das Rennen wird in Kürze beginnen. Aber dass ihr mal seht, wie das aussieht. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag stehen und Wetten machen. Aber dass ihr mal seht, wie so ein Goblinrennen abläuft. Ach ja, stimmt. Das dauert jetzt eine Weile. Es wird ja dann irgendwann gesagt, das Goblinrennen findet in Kürze statt. Und jetzt passiert es. Und dann wird es übergeblendet. Hier außen war ja wirklich nichts, wenn ich mich recht erinnere. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren, aber... Ah, da ist es. Da geht's los. Wollte schon sagen, wo bleibt die epische Musik? Ich kann mich hier... An das hier kann ich mich echt noch erinnern, als wäre es vor ein paar Tagen gewesen. Man kann ihre Anspannung förmlich riechen. Naja, es sind Goblins. Und es beginnt. Läufer, nehmt eure Plätze ein. Bereit und los! Ogo, ogo, ogo. Der Rote liegt vorne. Gut, er hat ja auch die Startposition am Rand eingenommen. Weiter vorne. Los, los! Es sieht gut aus. Red Power! Roter Power Ranger, ich vertraue in dich. In dir. Da laufen nein! Sie. Du grüner Bastard, du verdammter Popel! Kleinen Kerle alles geben. Schießt ihm jemand ins Bein! Verflucht! Nein! Ich wusste doch, dass ich irgendwas mit Grün in Erinnerung hatte. Aber gut, wie gesagt, die Chancen sind immer gleich. Boah! Kann ich irgendjemand eine Bombe fallen lassen oder so? Nein! Doch liegt keiner klar in Führung. Nee. Doch ist alles offen. Einzige, was nicht offen ist, ist meine Hose gerade. Und es liegt daran, dass ich verliere. Ich kann es nicht erkennen. Doch, ja! Jetzt sehe ich, Grün geht in Führung. Der grüne Grimbold, ganz klar ein Favorit, meine Damen und Herren. Ich hab's gewusst. Ich wollte auf Grün setzen. Ich wollte doch auf Grün setzen. Och, Mann. So viel dazu. Die Braunen liegen mal wieder hinten. Es ist... typisch. Ich wusste schon, warum ich nicht auf die setze. Ach, Mann. Du Arschkeks. Ich wette, wenn ich auf dich gesetzt hätte, hätte auch immer rot geworden. Aber ich habe schon irgendwie... Ich wusste doch, dass irgendwas mit Grün war. Und das ist der Sieg. Sieg für die grüne Fraktion. Ganz souverän, meine Damen und Herren. Ganz souverän hat er sich den Sieg geholt. Der Grimbold, ein Veteran, ein Meister seines Fachs. Alter, wisst ihr, wie lustig sich das anhört, wenn der Braune gewonnen hätte? Und ein überragender Sieg für die braune Fraktion. Oh Mann. Och Mann. 500 Gold weg. Wollen wir nochmal? So, wir können ja, und 500 Goldstücke reicher. Ich liebe diese Rennen. Ach, halt die Schnauze.
Wir machen am Ende noch mal ein Rennen. Wir kämpfen jetzt ein bisschen in der Arena und dann tippen wir beim nächsten Mal auf den Grünen. Weil ich glaube, ich habe echt immer auf den Grünen getippt und die meisten Fälle wirklich gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Spiel so zufällig ist, dass es wirklich sagt, 25% hat jeder die Chance und ob es tatsächlich Favoriten gibt. Aber ich habe den Grünen auch als gut in Erinnerung. Hätte ich bloß auf den gesetzt. Hätte ich bloß. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena? Oder schleicht ihr euch feige von da? Lass mich rein. Ich muss Frust ablassen. Ich hoffe, da gibt's grüne Goblins zu verprügeln. Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Dankeschön. Hey. Lass mich durch. Gladiator. Lasst den Kampf beginnen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gladiatoren. Das sind mehr Gladiatoren als in der Arena, bei der wir gegen Uzakan kämpfen. Die Arena in Empyria. Was für ein Level seid ihr? Ah ja, okay. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Oh mein Gott! Level 75? Das geht? Naja, 35. Oh. Meistergladiator. Ich würde glatt schaudern. Weißt du was? Cool down, my friend. Ja, und den resistest du. Du Penus. Du Penus Gewaltikus. Ey, was habt ihr denn gegen Feuer? Leute, ohne Feuer müsstet ihr euer Essen roh essen. Oder Fleisch. Ohne Feuer müsstet ihr euer Gemüse roh essen. Moment mal. Na gut, stimmt eigentlich auch. Gemüse kann man genauso gut kochen, aber... Es ist jetzt nicht schlimm, Gemüse roh zu essen. Darauf basierte der Witz. Ach verdammt, ich hab ihn versaut, weil ich ihn erklärt habe. Ah! Ihr seid schuld. Jetzt mache ich einen Kettenfeuerball, jetzt reicht's. Haha, und Double Kill. Ach komm, ich zieh mal ein bisschen zusammen. Dann machen wir ein bisschen Feuer- und Eiswellen. Das geht schneller. Als hier jeden einzeln umzunudeln. Als Krieger ist es vorteilhaft natürlich, aber so. Achtung! Problem wird's, wenn wir einen Gegner haben, der sehr resistent gegen alle Arten von Magie ist. Was machst du denn? Warum haust du ab? Habe ich dich so schlecht behandelt? Toll, in der Anleitung stand doch leicht zu handhaben. Einer hat resistet, aber okay. Irgendwie geht der 14er Eisschlag sau oft durch. Ich würde mal gerne wissen, wie der 17er wäre. Aber nein, die werten Herren Skelette waren der Meinung wieder geizig. Bis auf die Knochen hätte ich sie ausnehmen sollen. Moment mal. Da fehlt ja gar nicht viel zu. Irgendwie macht es mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, dass die immer noch so viele Lebenspunkte haben. Das ist ja blöd. Jetzt muss ich ein bisschen sparsam mit dem Mana umgehen. Toll, einer überlebt natürlich. Nochmal Eiswelle. Vorsicht! Yeah, der erste liegt am Boden und die Menge jubelt. Was eine jubelnde Menge, muss ich jetzt irgendwie immer an Leben des Poein denken. Wer es kennt. Mit dem... Das ist so... Die Szene, da musste ich auch so lachen in der Arena. Mit dem Gladiator vorgesetzt und er rennt einfach weg die ganze Zeit im Kreis und der Gladiator rennt hinterher. Und irgendwann fällt er einfach um, weil er außer Puste ist. Bravo, bravo. Jetzt haben wir es doch gleich. Gleich haben wir es. Ich habe schon gerade Sterbender Gladiator gelesen. Oh Gott, wenn das schon so lange dauert, das kann ja echt was werden. Nochmal einfrosten. Fallt um, meine Freunde. So fallet um. Zum Applaus der Zuschauer. Zeit zu sterben. Ja, Zeit zu sterben. Es wird endlich mehr Zeit. Los! Umfallen, meine Freunde. Umfallen. Umfallen. So, ihr habt alle nochmal einen gekriegt. Jetzt dürftet ihr doch eigentlich mal endlich umfallen. Wie schaut's aus? Alter. Ist das so schwer zu sterben? Kann ich nur Elemenia zitieren? Oh Gott, nicht mal gescheit sterben kann der Kerl. Oh Mann. Wow, Double Kill. Und noch eine. Jetzt können wir uns den letzten vorknüpfen. In Ruhe und gemütlich.
Ah ja, irgendwie ist heute Zitattag, in der ich jetzt mich zurückbesinne. Lebt das Brian, jetzt Elimania. Elimania, wie war das nochmal? Irgendwie habe ich so das Gefühl, als hätte ich einen Dolchebrücken. Das liegt vielleicht daran, dass du einen Dolchebrücken hast. Oh, dann sollte ich jetzt eigentlich umfallen? Ja, das macht man so, wenn man gleich stirbt. Na gut, wenn's denn sein muss. Oh Gott, nicht mal gescheit sterben kann der Kerl.